Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018 mit dem drittletzten Qualifikationstraining dieser Saison. Herzlich willkommen aus Mexiko, verbaut Don Manuel Rodriguez, der am höchsten gelegenen Formel 1 Rennstrecke der Welt. Ja, das Training war eigentlich mehr oder weniger durchaus erfolgreich, aber scheiße knapp. Ja, Platz 5 im ersten freien Training war mit einer halben Sekunde Rückstand, aber Platz 2 im zweiten freien Training und Platz 1 im dritten freien Training. Wo die ersten vier noch nicht mal eine Hundertstel Sekunde auseinander waren, auf jeden Fall. Das verspricht auf jeden Fall dicke Spannung fürs Qualifying. Ein noch so kleiner Fehler kann wieder Position ohne Ende kosten. Und das können wir in der momentanen Situation nicht erlauben, weil wir noch einen kleinen Rückstand aufzuholen haben. Vor allen Dingen in der Konstrukteurs-WM. In der Fahrer-WM sind wir durch, seit Japan. Nur hier möchten wir gerne als Team noch triumphieren. Und das hoffen wir mal, dass wir das zumindest schaffen oder zumindest mal aufschließen können. Vielleicht sogar die 1 übernehmen können. Vom Ferrari-Team. Wir gucken mal auf die Konstrukteurs-WM, bevor wir hier reingehen ins Qualifying. Da ist die Fahrer- und die Konstrukteurs-WM. Wie gesagt, Fahrer-Weltmeister sind wir schon. Aber wie gesagt, Qualifying. Die Konstrukteure müssen wir noch holen auf jeden Fall. Ferrari führt mit 455 Punkten vor uns mit 445. Dann Mercedes mit 421. Auch die sind noch nie so ganz aus dem Rennen. Da muss auf jeden Fall auch nochmal was passieren. Aber sie haben nur noch Außenseiterchancen, wie gesagt. Aber hier mit einem Doppelsieg und auf einmal sind sie wieder vollkommen dabei. Würden dann gleich aufziehen mit Ferrari. Oder? Moment, ich sehe ja, für 43 hätten sie. Ne, dann würden sie vorbeiziehen. 464 hätten sie dann, wenn sie es schaffen würden. Und dann müsste Ferrari mehr als 9 Punkte holen. Naja, gut. Wie lieber sei, Rechenspielchen ohne Ende. Letzte Saison sind wir hier als Team mit dem Ferrari-Team Konstrukteursweltmeister geworden gegen Mercedes, die dann ja sich ein Doppel ausgeleistet haben. Na gut, aber das sollte uns heute noch nicht bevorstehen, auf jeden Fall, wie gesagt. Wir wollen uns rein ins Qualifying und dann zumindest mal eine Position weit, weit vorne sichern. Aber das wird geschaffen. Das sehen wir ab jetzt. Es dauert nicht mehr lange, bis die Ampeln auf grün schalten und das Qualifying für den großen Preis von Mexiko beginnt. Schauen wir also mal, wer sich am heutigen Nachmittag die Pole Position holen kann. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. So. Ja, dann gehen wir rein. Wir werden natürlich das Trocken-Setup aus, weil das brauchen wir. Mexico Dry. Da ist es. Ja. Und dann gehen wir raus auf die Strecke. Wir wollen natürlich einiges gefahren bekommen. Im Ideal fahren wir jetzt hier 2-3 Runden. Schauen wir mal, dass man nochmal einen frischen Satz sitzt und damit einer Runde auf den Reifen hier die Pole sichern. Aber erstmal wollen wir natürlich nur in Vorzeit sitzen. Oder wenn die Zeit natürlich jetzt mit 1,5 Sekunden Vorsprung super gut ist. Dann reicht auch dieser Versuch hier. Aber wie gesagt, das müssen wir erstmal auf die Reihe bekommen. Hier mit unserem Red Bull wollen wir hier natürlich gerne wieder auf die Pole. Nach zuletzt wieder 2 Siegen in Folge in Japan und in den USA wollen wir natürlich hier auch den nächsten Sieg holen. Auch in Mexiko. Nummer 3. Wir müssten ja, wie gesagt, eigentlich schon fast. Wir sind dann schon wieder komplett unter Druck, weil Ferrari hat eigentlich alle Trümpfe in der Hand, weil sie regelmäßig mit beiden Autos punkten. Ich hoffe, der Konstrukteurs-WM oder von der Fahrer-WM werden wir in der nächsten Saison auf jeden Fall träumen können. Weil wie gesagt, es geht ja zu Williams. Und das wird schwierig genug werden. Weil sie dann im Endeffekt 2019 erst, natürlich klar. So, die Bestzeit haben Sebastian Vettel mit der 16.8, der setzt uns natürlich direkt unter Druck, der Ferrari. Hier sind keine Zeiten für Experimente. Heute ist es so wichtig, die paar Punkte aus
Russland, wo wir nur Vierter wurden, nach der Strafe nicht. Die fehlt es natürlich. Jetzt hat Bottas so eine Zeit gesagt, wir müssen wieder. Führung knapp, aber wir sind vorne. 0,05 Sekunden, also nicht mal eine halbe Hundertstel. Oh, das könnte jetzt tatsächlich die Zeit gekostet haben. Reicht es hier, um in dem Stadion tatsächlich noch ein bisschen Zeit gut zu machen oder zumindest die Zeit zu halten? Yes! Bestzeit! 0,3 vor Bottas. Der hat im 16,5 gefahren. Die Zeit haben wir gebügelt. So, vor uns ist ein sauberer McLaren. Okay, das ist natürlich voll im Weg. Bestzeit erster Sektor. Wir können aber gleich nachdem wir auf dieses Feld, was auf dieses Du, was da vor uns ist, auflaufen. Das ist gerade rausgekommen, Mann. Eine halbe Sekunde haben wir mittlerweile gewonnen. Wäre sehr wichtig. Das hatten wir ja am ersten Freitraining mit Magnussen, der unser Böse im Weg gestanden ist im Stadion. Und das gleiche blüht es jetzt mit Eriksson und ich weiß nicht, was da vor ist. Van Dorn, glaube ich. Also, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich richtig Zeit wieder auf. Ja, müssen wir. Natürlich ist die Rundenzeit ungültig. Sie hat eine Sekunde uns gebracht, aber ich muss da dem Auto vorbei. Ich muss dringend an dem Sauber vorbei. Und damit müssen wir wieder in die Box gehen, auf jeden Fall, weil wir, wie gesagt, keine guten Zeit setzen können. So far, our fastest lap is a 1 minute 16.2. So. Momentan führen wir. Eine glatte 0-3 vor Bottas. Danach erst was fertig. Es ist so wichtig, dass so viele Autos zwischen den Ferrari auf jeden Fall noch stehen. Aber Verstappen nur auf der 8. Das ist natürlich alles andere als ideal für uns. Und da kommt, glaube ich, nochmal ein zweiter Schub bestimmt hinterher. Weil wir haben unseren zweiten Schub schon. Bestzeit momentan am ersten Sektor von Esteban Ocon. Wir gucken gerade mal. 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal warten müssen. Alonso, Leclerc, Lewis Stroll, ich glaube, das ist was alles, ist nichts auf der Strecke, wo so wirklich groß gefertigt werden kann. Nö. Gut, das lasse ich euch mal gerade mit Charles Leclerc alleine, den lasse ich mal gerade so eine Runde fahren, weil ich muss gerade mal ganz kurz wohin, wahrscheinlich eine Minute oder was halt, vielleicht auch zwei. Wer weiß. Bis gleich. So, das Fahrerfeld nimmt eine kleine Auszeit und damit bin ich wieder zurück. Wir führen momentan. Das ist schön. Das ist ein sehr gutes Zwischenergebnis auf jeden Fall. Es ist auch diesmal nicht so knapp wie in den beiden letzten Trainings gestern. Sondern diesmal ist es. We're much higher up the field than we expected to be.
So, wie gesagt, momentan ist das Feld gut in der Box, weil die Vettels können draußen. Der kommt jetzt mit seinem zweiten Versuch raus. Theoretisch könnte man nochmal kontern mit dem frischen Satz greifen. Also wir werden auf jeden Fall nochmal, falls er wirklich jetzt nochmal eine Bestzeit setzen würde. Es sind noch 6 Minuten 50, also wir haben noch ein bisschen Luft gerade. Ferrari haben den WM-Titel 2. Wir wollen ihn auf jeden Fall nach Österreich holen, nach zu Red Bull holen. Den Titel aus Italien, den wir letzte Saison hier mit Ferrari geholt haben. Nämlich hier auf dieser Strecke. Gerade 4 Minuten noch. Vettel und Tannhof 3. Wie gesagt, umso besser ist das, wenn noch einer kommt. Die sind alle mittlerweile noch auf der Strecke. Also Vettel muss jetzt nochmal Zeit setzen. Die kommt auch gerade. Schafft er tatsächlich, sich den Bottas zu holen oder sogar unsere Zeit zu holen? Das haben wir gehabt. 16.2. Oh, das wird verdammt knapp. Das wird verdammt knapp, die Zeit hat er. Wir müssen nochmal liefern. Wir müssen tatsächlich, und zwar versuchen, im ersten Versuch direkt die Zeit zu setzen. Zwei Minuten 40 haben wir noch, wir haben tatsächlich noch zwei Versuche, also. Aber der muss passen. Einer von den beiden Versuchen muss passen. Eriksson, der steht doch schon wieder am Weg. Sie sind nämlich nur noch Dritter, aber Verstappen sich noch dazwischen gesetzt hat. Das ist aber gut, dass der Verstappen vorne ist. Komm, wir müssen noch mal eine Zeit setzen. Es kann doch nicht sein, dass wir da nur auf P3 starten dürfen. Gut, Eriksson verzieht sich mal direkt. Das ist gut. So, jetzt müssen wir 0-2 aufholen. Irgendwie die Zeit sitzen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. 16-0 vom Vettel hat er. Ich bin deutlich besser durchgekommen durch die letztes Bestzeit, zweiter Sektor. Das war deutlich schon eine deutsche Bestzeit. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Bug drin habe, dass er wieder die Zeit streicht, weil die 15 gerne, diese 15 Zeit hätte ich gerne bekommen, eine Sekunde. Passt fast eine Sekunde, 15-2. Bestzeit für Red Bull. 1 und 3, momentan. Dabei war der erste Sektor noch nicht mal gut.
Ja, da vorne steht Mercedes jetzt noch im Weg. Lewis Hamilton, momentan auf 4 liegend. Danke für den Mercedes-Schlag. Für den, dass er mir noch in der letzten Kurve in den Arsch fährt. Leck mich doch am Arsch, dieser scheiß Wagen. Nochmal eine Zeit. Das war so jawohl, ja. Da mussten wir nochmal zwei Zeiten setzen, damit wir wirklich den Safe Call haben. Wenn wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Richter, Vettel und Sergio Perez. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Der Vettel hat nämlich auch nochmal eine Zeit gesetzt. Er hat nämlich auch nochmal seine persönlich schnellste Runde gefahren, aber die hätten da wäre er nicht rangekommen. Yes! Yes! Was hat man. Oh, Perez hat sich noch als ja, der Lokalmatador hat sich nochmal dazwischen geschoben auf die 3. Also, so viel zum Thema. Die Frage ist, ob die natürlich noch Strafen kommen. Also, wenn es noch ein Vettel oder Perez Strafen bekommen, haben wir eine Red Bull erste Reihe. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Hier in Mexiko, liebe Leute. Yes! Haben wir die Zeit auf jeden Fall nochmal gebügelt. Gut. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. So, nehmen wir den Vettel uns als Rivale. Da haben wir zumindest ein bisschen was. So, das Wetter sagt auf jeden Fall ein bisschen bewölkt, aber wunderbar. Das war's mit dem Qualifikationstraining. Das war's heute was für heute mit F1 2018. Wir sehen uns morgen wieder zum Rennen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Und ja, ich gehe jetzt ein bisschen Party machen, weil ich habe Geburtstag heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen im Rennen. Ansonsten heute Abend im Livestream um wahrscheinlich grob um 20 Uhr rum startet er. Also nur mit dem Rennen aus Aserbaidschan. Wir fahren das Qualifying nicht, weil ich, wie gesagt, essen bin noch mit Freunden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nur das Rennen wahrscheinlich sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass ich während des Q3 einsteigen kann. Ja, und dann sehen wir uns ansonsten morgen und dann am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit dem nächsten Rennen der MSFL aus, ich glaube, aus Italien. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Naja, wir werden sehen. Bis dahin und auf Wiedersehen.